Und jetzt schauen Sie sich mal das hier an. Die Krippe, die hier, die können Sie nicht nur kaufen, sondern damit können Sie auch noch etwas Gutes tun. Denn bereits zum vierten Mal stellt der Handwerker Karl-Heinz Kistner seine Krippe für eine Spendenaktion zur Verfügung. Der Erlös soll dann der Palliativstation des St. Marien- und St. Anna-Stiftskrankenhaus in Ludwigshafen zugutekommen, in dem auch seine Frau betreut wurde. Krippe gegen Spende heißt die Aktion. Die Krippe selbst ist 28 cm hoch und einen halben Meter breit und beinhaltet auch Figuren und Zubehör, wie zum Beispiel die Heiligen Drei Könige und eine Futterkrippe für die Tiere. Michael Eberhardt ist der Fundraiser-Beauftragte und hat mit Mara Benkert über die Aktion gesprochen. Herr Eberhardt, wieso sind Spenden für die Palliativstation denn so wichtig? Das ist sehr wichtig, weil wir haben die Palliativstation neu gebaut und durch den Neubau hat sich nämlich alles verändert. Wir haben auch, sagen wir so, es gibt einiges, was wir noch zusätzlich brauchen, was aber nicht mehr in dem Budget drinnen ist. Und dadurch sind wir froh, wenn wir Spenden kriegen für die Palliativstation, weil wir dann auch extra Sachen kaufen können, die für die Patienten gut sind und die den Patienten wohltun. Weil die Palliativstation ist eine Station, wo schwerst- und todkranke Patienten versorgt werden. Und da ist es immens wichtig, dass wir Spenden bekommen und hier auch zusätzlich noch was leisten können. Wo fließen diese Spenden denn dann genau hin? Diese Spenden, also zum Beispiel diese Spende für diese Aktion jetzt, für diese Krippe, die wir gern versteigern wollen, die fließt in die Balkonmöbel. Also wir haben durch den Neubau haben wir auch Balkons für die Patientenzimmer und dadurch haben wir aber schöne Balkons, aber noch keine Balkonmöbel. Und deshalb wäre es schön, wenn wir uns Balkonmöbel noch anschaffen können. Und das wird den Patienten im Sommer gut tun, auf den Balkons auszuruhen. Ja, Sie haben es gerade schon ein bisschen angerissen. Krippe gegen Spende, so heißt jetzt die Aktion zur Weihnachtszeit. Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Wie läuft das? Also das ist folgendermaßen. Der Herr Kistner, der Krippenbauer, dessen Frau war bei uns auf der Palliativstation, ist dort behandelt worden. Er war sehr, sehr zufrieden mit der Behandlung von seiner Frau. Und weil er ein passionierter Krippenbauer ist, hat er uns eine Krippe zur Verfügung gestellt, die sehr nett gebaut ist, die sehr liebevoll gebaut ist, die auch auf die ganze Art und Weise freundlich wirkt. Und das hat er uns zur Verfügung gestellt und wir würden die gern versteigern zum Wohle dieser Palliativstation und der Balkonmöbel. Und wir würden uns freuen, wenn da jemand drauf einsteigt und diese Krippe erwirbt. Wie sieht es denn bislang aus? Wie hoch ist denn die Spendenbeteiligung? Leider haben wir noch keine Angebote für die Krippe, aber jetzt durch diese breitere mediale Wirkung erwarte ich mir oder wäre ich froh, wenn wir da zusätzlich noch was gerieren könnten. Ich wäre der Ansprechpartner im St. Marien Krankenhaus, wenn jemand die Krippe erwerben will, gerne sich bei mir melden und ich würde dann das Gebot annehmen. Wie hoch ist denn sonst die Spendenbeteiligung im St. Marien Krankenhaus? Naja, es kommt darauf an. Ne? Wenn wir gute Projekte haben, gibt es schon Spendenbeteiligung und da sind wir auch sehr froh drüber. Aber natürlich ist es so, dass wir immer was zusätzlich brauchen könnten, um eine gewisse Qualität nachhaltig und hochwertig aufrechtzuerhalten. Also es kommt schon was und die Leute sind auch froh, dass wir da sind und spenden auch was. Aber natürlich kann das auch mehr sein. Also wir würden uns freuen, wenn es noch mehr Leute gibt, die ihr Krankenhaus versorgen mit Spenden. Wie könnte man denn noch helfen? Zum Beispiel haben wir einen Plan und eine Aktion vor, dass wir nächstes Jahr für die Kinderklinik ein mobiles Röntgengerät anschaffen. Dieses mobile Röntgengerät würde die Arbeit der Ärzte und auch der Fachkräfte sehr erleichtern und wir könnten dann vor Ort eine Diagnose gleichstellen. Die Kinder müssen nicht unbedingt in die Radiologie gekarrt werden. Gerade bei schwerstkranken Kindern wäre es wichtig, dass sie vor Ort schnell diagnostiziert werden. Und das würde uns sehr freuen, wenn man uns da unterstützen würde, damit wir dieses mobile Röntgengerät, das ist ein hochwertiges Gerät, anschaffen können. Also da hätten wir einen richtigen Qualitätssprung damit erreicht. Herr Eberhardt, vielen Dank für Ihre Zeit.